Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Parasite Eve 2. In der letzten Folge haben wir, glorreich wie wir sind, das Hebebühnenrätsel lösen können. Jetzt geht's hier durch das Tor, wo gruselige Geräusche auf uns warten und außerdem absolute Dunkelheit, was kein Problem sein sollte, weil wenn ich das Tor aufmache, geht ja das Licht von der Werkstatt in die andere Halle oder Garage oder was auch immer hier ist. Wahrscheinlich werde ich jetzt von einem Bosskampf erschreckt und sterbe und muss alles nochmal spielen. Aber wenn hier ein Bosskampf ist, dann gewinne ich einfach. Meister! Was tun Sie in meiner Werkstatt? Nicht schießen! Ich bin eine unbewaffnete FBI-Frau. Du bist nicht vom FBI. Hey, keine Bewegung! Seit wann darf das FBI in Häuser einbrechen? Gut getarnt, aber... Ich bin kein Monster. Technisch gesehen, wollen Sie meine Marke sehen? Na gut. Ha! Milf! Nein, MITF! Ja, MITF, genau. Eine staatliche Anti-Monster-Einheit. Wer ist sonst noch hier? Nur ich alleine. Was? Und ich dachte, es kommt Hilfe. Was soll ich mit so einer Göre? Scheiße. Ich höre jedes Wort. Sind hier auch Monster? Willst du mich verarschen? Ah ja, warst du schon unterwegs? Ha, jede Menge. Und die Bewohner? Ein paar wurden getötet. Die Überlebenden sind geflohen. Erzählen Sie mehr. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss meine Runde drehen. Ist das Billy mit der Shotgun, damit die das Restaurant oder das Ding aufmachen können? Kann ich helfen? Sehr witzig. Ich habe überall Fallen aufgestellt. Ach ja, die funktionieren aber nicht so gut. Aber... Ruhen Sie sich lieber aus. Gehen Sie ins Motel. Haben Sie den Schlüssel. Ich wusste's. Motelschlüssel Nummer 6. Wusste Nummer 6 ist oben, ne? Muss ja, wenn da 5 ist, ist da auch 6. Ach ja, mein Name... Mein Name ist... Gary Douglas, Schrotthändler. Ich bin Aya Breyer. Aya. Aya? Den Namen kenne ich doch! Kann nicht sein, er ist japanisch. Was soll das heißen, hä? Macht gar keinen Sinn. Wieso darf er denn keinen japanischen Namen kennen? Naja, egal. War aber auf jeden Fall sehr verdächtig. So, jetzt hab ich die Shotgun, Sie Wichser! Das Zimmer ist im ersten Stock. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Der Besitzer ist geflohen, ich bin jetzt der Hausmeister. Wenn Sie wollen, können Sie den Schimmel von der Wand kratzen. Aber Vorsicht, die Monster tarnen sich als Menschen. Nun, Sie müssen ja Bescheid wissen. Sie sind ja vom MITF. Ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Ich will die Shotgun haben. Ich habe zu tun! Ja, ist ja gut. Mein Gott, lass mich doch mal gucken. Toller Wagen, was? Ja, passt schon. Ziemlich großer Transporter hinten dran. Kann ich das Tor aufmachen? Will ich das Tor aufmachen? Eigentlich nicht. Und steht hier mittendrin ein Fass. Der Boden ist ausgebrannt. Man hat hier etwas verbrannt. Eine ausgebrannte Tonne. Boah, ist echt dunkel hier hinten. Zangen, Hämmer, Schraubenzieher, Zieher, Bohrer, so viele Werkzeuge. Die gehören Mr. Douglas. Ich fasse sie lieber nicht an. Diese Werkzeuge gehören Mr. Douglas. Diese Werkzeuge gehören, Mr. Douglas. So, was hier natürlich, dass ich hier versehentlich rauslaufe? Nirgends gut. Außer oben links. Eine Recycling-Warenliste. Nichts von Interesse. Ein Lasergewehr. Ein Plastikkanister. Da ist ja ein Loch drin, wie bei allen anderen auch. Ein kaputter Plastikkanister. Yada yada. Plastikkanister kaputt. Okay, dann ist hier wohl nicht viel. Was ein bisschen enttäuschend ist, weil ich ein Rätsel gelöst habe und ich dachte, naja. Toller Wagen, was? Ja, ja, Sie sind ja sehr überzeugt von Ihrem Teil. Wo wollen Sie hin? Das ist die falsche Richtung. Ja, ich dachte, ich gehe ja schon. Gut, dann folgen wir halt dem Plot. Ich dachte, ich darf mich noch ein bisschen umsehen. Vielleicht ist die Tür auch gar nicht echt, vielleicht geht's ja gar nicht raus, sondern das ist mehr so eine Tür fürs Ambiente, dass man
mehrere, wie sagt man denn? So falsche Wege hat, dass die Welt größer wirkt. Und echte vor allem. Gibt's ja manchmal. Das war relativ untypisch in solchen Spielen. Mit so Resident Evil-like Games. Ist doch irgendwas jetzt gleich, oder? Oh shit! Tremors! Ah ne, nur Skorpione, okay. Ja, ja, ja. Ich sammle die mal alle auf einem Haufen und jetzt... Siehst du mal bitte? Ah, jetzt sind die wieder alle auseinander. Moment, ich will die alle auf einem Haufen... Ah! So, und jetzt... Combustion! Ah, shit, hat das wenig Range. Combustion! Ah, guter Schaden. Kommen und sich nicht beschweren. Oh oh. Sie kommen! Nein, der lebt noch! Ah, voll ins Bein! Au! Leider nicht. Doch, ich habe auch den Blitz, den kann ich nochmal schießen. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht alle MP auf einmal ausgeben. Kann ich eigentlich mit R2 schießen? Ja, aber es bringt genauso wenig. Oh, wie die zerfallen, wenn man die beschießt mit der Shotgun, ist cool. Bang! That's what you get, bitches! 6 MP. Hm. Gegengift. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Kein Platz. Dann nehme ich mal... Ich Medizin Level 1, jo. Die benutze ich direkt. Dann werde ich voll geheilt. Nehme das Gegengift mit. Und wir sind ready to go. Gibt es hier noch irgendwo Monster? Die würde ich nämlich gerne mit abfarmen. Oh, und ich will auf jeden Fall speichern. Weil jetzt, wo ich gesehen habe, dass man seine Sachen leveln kann, will ich auf jeden Fall alle Monster mitnehmen, die wir sehen. Oder die wir auf der Karte sehen. Ist... Naja, wir sind ja eigentlich... Ich wollte gerade sagen, das ist nicht Roleplay, aber das ist eigentlich Unsinn, weil wir sind ja Monster Hunter, also eigentlich... Ein Überlebender? Verstehe. Eliminieren Sie die NMCs und suchen Sie nach der Ursache. Ja, ja, Chef, ich bin schon dabei. Übrigens, Monster Hunter ist auch ein super Spiel, hat zwar keinen Plot, deswegen wird das wahrscheinlich auf meinem Kanal nicht vorkommen, auch wenn ich Monster Hunter liebe und auch Monster Hunter World liebe. Aber... Wie gesagt, hat halt keinen Plot. Aber Monster Hunter World hat doch eine Kampagne mit Story. Ja, ja, klar. Natürlich hat sie die. Ich habe sie nicht gespielt. Also ich habe sie gespielt, weil du musst sie ja spielen, um Spaß haben zu dürfen. Aber ich meine, es ist ein Monster Hunter Spiel. Das darf eigentlich keinen Plot haben. Ich schieß dir voll in den Arsch. Oh. Nein, 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 nein. Kannst du eigentlich gegen den anderen Typen auch rennen? So, schnell, jetzt. Oh, jetzt ist perfekt. Combustion. Ach, ich habe keine MP. Nekrosis. So, mal sehen, ob das Dodge-Schaden macht. Ah! Au! Lauf, Aya! Vielleicht sterben sie ja am Dot. Ich wünschte, ich könnte einfach nachladen. Das wird mir einiges ersparen. Oh, shit, das war Schießen. Das wollte ich nicht. Ich habe jetzt zwei gedrückt, wie so ein Genie. Wir machen das schön taktisch. Wir stellen uns jetzt hier hin. Und jetzt, go! Ich sehe nix. Ist das doof. Ist tot? Ja. Oh! Bang! Okay. Hier war das nicht so genial gespielt jetzt, aber... Ich meine, Tod ist tot, ne? Kein Item bekommen. Naja, werden sie überleben. Oder auch nicht. So, wo sind denn noch mehr Monster? Wahrscheinlich im Badezimmer, oder? Ach ne, in Zimmer 1. Okay. Dann gehe ich auch gerne nochmal in Zimmer Nummer 1. Das ist nämlich, glaube ich, auch der komische Arzt, Dr. Holiday. Mann, wieso kommt mir der Name so bekannt vor? Ich glaube, den gibt's in... Kann sein, dass das so eine Nevada-Sache ist, dass da irgendwas passiert ist, weil ich glaube, Doc Holliday gibt's in Fallout New Vegas auch. Das spielt er in Nevada. Könnte natürlich auch sein, dass ich absolut Schwachsinn rede, aber da ist er doch schon. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Mann, den würde ich vernaschen. Doc Holliday. Doc Holliday. 1851 bis
87. Gut. Aha, so, zack, Stift weggeschmissen. Der Gambler, bla bla bla. So, was haben wir hier jetzt noch? Hier muss ja irgendwo ein Monster sein. Mir wurde ein Monster versprochen. What? The fuck ist das? Oh mein Gott, was? Also erstmal sind die super eklig. Und die sehen aus wie das ultimative Wesen aus dem ersten Teil. The Ultimate Being. In der kleinsten Form halt. Ih, die explodieren. Oh, ich wäre fast gestorben. Ach du Scheiße. Okay, gut zu wissen. Ein Kasten. Ein kleiner Metallkasten. Ich benutze mal eine Medizin. Hier ist sie. Sehr schön, jetzt sind wir wieder voll. Dann muss ich mir auch darüber keine Sorgen machen. Und den Kasten nehmen wir natürlich mit. Und wir gucken uns direkt mal an, was in dem Kasten drin ist, würde ich sagen. Benutzen. Brauche ich jetzt nicht. Huh. Das ist ja doof. Will ich meine Sachen einlagern? Eigentlich möchte ich das jetzt gerade nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal nach oben. Da sind auf jeden Fall Gegner. Oh, bitte keine Babys. Aber coole Inszenierung. Oder in Szene setzen von der neuen Gegnerart. Finde ich eigentlich cool, dass alle Gegnerarten immer so ein bisschen gefeatured werden. Also du hast ja immer, wenn du einen neuen Gegnertyp triffst, zumindest jetzt hier in Dryfield, so eine kleine Szene, wo die vorgestellt werden. Zum Beispiel die Babys sind jetzt unter dem Bett vorgekrabbelt. Die Frau ist zu denen hier mutiert. Genau wie in dem anderen Teil, also in der Akropolis. Das hat nicht getroffen. Das ist ja Quatsch. Holy shit, sind das viele. Lauf, 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 lauf. So, und jetzt machst du mal bitte Pyrokinese, weil die macht eh mehr Schaden. Und dann machst du bitte nochmal Pyrokinese, weil ich glaube, jetzt kannst du auch in. Nee, doch nicht. Okay. Jetzt brauche ich aber noch einen besseren Kamera-Angle. So ist ganz gut. So, komm zu mir. Komm her. Oh yeah. Und jetzt renne ich weg. Und jetzt lade ich nach. Schnell, schnell, schnell. Oh. Nein, stirb doch. Ah! Das macht echt nur Schaden, wenn du im Nahkampf bist, ne? Also, macht Sinn. und die Pferdehunde, die wurden ja auch gefeatured. Das Ding ist ja am Anfang vom Dach gesprungen. Hat also auch eine kleine Sequenz bekommen. Gut, wir kommen nicht ins Lager, wir haben bloß den Schlüssel für Raum Nummer 6. Dann gehen wir doch mal in Raum Nummer 6. Frag mich, was da jetzt wieder auf uns wartet. Vielleicht, na, ich glaube nicht, dass jetzt schon wieder ein neuer Gegnertyp kommt. Ich glaube, das war's jetzt erstmal hier. Die Fledermäuse wurden auch gefeatured. Ist schon mal kein gutes Zeichen, dass hier keine Musik spielt. Ich lege meine Sachen hier ab. Nein, tust du nicht. Die bleiben schön bei dir. Eine Jagdtrophäe. Dieses Zimmer ist besser als die anderen. Ein Kleiderschrank. Ich habe nichts zum Umziehen. Ach, wie schade. Ein Bett ist gemacht. Ich bin aber nicht müde. Ich bin nie müde. Ich bin Aya. Ein Mädchen mit einem riesen Cowboyhut. Annie Oakley. Das schreibe ich mir auch auf. Auch wenn ich hier keinen Platz mehr habe. Annie Oakley. 1860 bis 1926. So. Eine meisterhafte Wildwestschützin. Okay, wenn das so ist. Ein neuer Fernseher. Mr. Douglas hat mir wohl das beste Zimmer gegeben. Starkköpfig, aber ein guter Mensch. Ach ja. Muss ich wohl mit ihm schlafen. So, was haben wir hier? Klopapier. Wasser. Scheint da zu sein. Wie? Das Klo ist intakt. Mein Gesicht. Ich sehe aus wie 20. Soll ich mich darüber freuen? Ja. Ich kenne den Grund. Meine Mitochondrien wollen, dass ich ewig jung bleibe. Wie ein Vampir aus einem Film. Ich hasse es. Ich will nicht ewig leben. Wow. Okay. Ein schönes Bad. Da bist jetzt aber schon ein bisschen sehr philosophisch geworden. Ah ja, alles okay? Glück gehabt, heißes Wasser. Ich sollte mich mal irgendwann duschen.
Jetzt eine Dusche. Aber wenn du aussiehst wie 20, ich dachte, du bist Mitte 20. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie älter bist. Ein Wasserturm. Wie funktioniert eigentlich ein Wasserturm? Habe ich nie drüber nachgedacht. Da. Was ist das? Steht da jemand? Nee. Warum der kam... Ach doch, da steht jemand. Kenn ich dich? Da oben ist jemand. Ich will jetzt erstmal speichern, bevor ich jetzt mit dem Typen da irgendwie interagiere. Verstanden, ich warte auf Ihren Bericht. Speichern? Ja, auf jeden Fall. Wir speichern über die Nottreppe drüber. Zack. Man weiß ja nie, wann man mal einen zweiten Safe State gebrauchen kann, ne? Gerade als Let's Player. Eine Leiter. Wir gehen die Leiter runter, auch wenn es aussah wie eine Strickleiter und jetzt macht das Klonk, Klonk, Klonk. Freue ich mich über jeden Soundeffekt. Ach, es ist gar keine Strickleiter, sagen wir so aus. Wo bin ich? Ach, in einem neuen Areal. Gut, der Wasserturm ist vermutlich abgeschlossen. Da hinten komme ich... ich gehe mal nach hier. Oh, die graben sich da durch. Okay. Gott, die Dinger sind so eklig eigentlich, ne? Die sehen richtig seltsam aus. Aber wenn man drüber nachdenkt, wie eklig das eigentlich aussehen muss... Boah, davon ein Remake in der Qualität von den Resident Evil Remakes. Boah. Ein Traum wäre das. Nein, 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 nein. Erwischt. Ziel auf den. Boah. One shot. Yo, Legend, one shot. Na komm. Hier, Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Komm zu mir. Komm zu Mama Aya. Okay, dann komm ich halt zu dir. Ich bin ja nicht so. Wir müssen dich einschläfern. Komm her. Warum hört die Musik nicht auf? Warum bin ich noch im Kampf? Warum ist hier noch? Hä, hier ist doch nichts mehr. Bin ich verbuggt? Was ist das? Es ist mit dem Zaun verbunden. Am Hebel steht Tor. Heben. Oh oh. Ist, glaube ich, nicht gut, dass es Alarmsignale gibt. Oder? Lockt doch bestimmt jetzt irgendwelche Skorpione an. Würde sich halt hier super anbieten mit dem Sand am Boden. Ein Loch im Zaun. Ich krieche da lieber nicht durch. Warum? Ah, da hinten steht noch was. Ein Monsterloch, es ist zu gefährlich. Warum ist das gefährlich? Du kannst einfach durch. Ist sogar der Zaun angehoben, weil die den verdengelt haben. Ah, sein Arschloch, der Typ. Jetzt rennt er da weg. Rennt er jetzt im Kreis? Da würde mich ja richtig tilten, ne? Wo ist er? Ach, ich habe ein Zeitlimit. Ach so. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal das Ding weg. Wo ist er? Da hinten wird er sein. Was? Was? Wie? Ist es jetzt verschwunden, weil der Zaun zu ist? Was ist das denn für ein Käse? Schnell! Ich wünschte, es wäre kein Traum. Manchmal bewegt die sich so langsam wie in einem Traum. Kennt ihr das, wenn ihr träumt, dass ihr irgendwo ganz schnell hinsprinten müsst? Aber ihr bewegt euch in Zeitlupe. Das ist ganz schön nervig. Diesmal kriegst du mich nicht. Scheiß Viech. Ich glaube, ich bring den um. Ich bring den doch nicht um. Schnell! Ah ja, lauf! Lass, 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 lass! Ha! Aber gerade so noch geschafft. Ich brauche erstmal was zum Heilen. Oh oh. Ja, ich heile mich damit. Oh yeah. Oh yeah. Shotgun hat sich
definitiv gelohnt. Kommt da noch was? Oh cool, kann ich jetzt hier grinden? Oh oh. Lad nach, lad nach, lad nach! Komm schon, lad nach, schnell, 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 schnell. Ich hoffe jetzt nicht einfach, wir kriegen hier für XP, weil das wäre nämlich mega nice. Ja, das war definitiv richtig. Mit der Shotgun war das jetzt eigentlich auch ziemlich einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwer ist, wenn man keine Shotgun hat. Medizin Level 2. Super. Sofort verschlungen. So, ich würde gerne... Antibody ist bestimmt richtig gut, wenn man das levelt. Aber ich möchte das hier verstärken. Kostet aber 1700 XP. Ja doch, XP. Habe ich noch nicht. Habe ich einfach noch nicht. Wird so nix. Machen wir später. Jetzt ist er weg. Komisch. Da ist er. Sorry. Ich wollte schießen, aber sie waren im Weg. Ich bin Kyle Madigan. Und Sie? Ah ja, Breyer, FBI. Oder so. Oh, wirklich? Was dagegen? Diese Pferdemonster mit den Menschengesichtern. Sind das die besagten NMCs? Oh wow, er weiß auch. Ja, eine neue Spezies. So viel zum Thema, das ist alles geheim. Dann sind Sie eine Milfjägerin. Mitf! Was Sie nicht sagen. Wer sind Sie überhaupt? Ich. Ich bin Kyle Madigan. Ich bin Privatdetektiv. Ich habe den Auftrag, den Bunker zu untersuchen. Den Bunker? Wurde aber von diesen Monstern überfallen. Welcher Bunker? Mein Wagen ist hinüber. Ah, das Standardszenario. Irgendwie habe ich mich bis hierher gerettet. Privatdetektiv? Bunker? Wagen? Mit dieser Ausrüstung? Zur Selbstverteidigung. Ja, das glaubt dir doch kein Mensch. Aha. Ja, nicht mal der Main Character glaubt es dir. Und was soll in diesem Bunker sein? Tut mir leid, Berufsgeheimnis. Datenschutz, Sie wissen. Nun, im Grunde habe ich keine Ahnung. Toll. Ich dachte, das wird jetzt voll mysteriös. So wie die Lage jetzt steht, sollten wir zusammenarbeiten. Du hast nur einen Handschuh an, du musst böse sein. Also gut. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Infos haben. Mach ich. Und Sie mir dann aber auch, ne? Das wäre ja sonst unfair mir gegenüber. Ich bestehe darauf. Huch. Die Ortschaft. Ja, das ist Dryfield. Ist jetzt echt nicht so groß. Da hinten ist ein Bus. Ah, und das der Wagen von, what's his face? Douglas. Oder Douglas. 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 Ein roter Laster. Mr. Douglas ist zurück. Der war weg. Am Hebel steht Tor. Heben. Jetzt wieder Zeitlimit. Oh mein Gott. Ist das bescheuert? Ah, ne. Okay. Scheinbar nicht. Ist hier hinten noch was? Nein, hier ist bloß der Rundgang, aber hier ist noch eine Leiter nach oben. Kann ich die auch nehmen? Offensichtlich kann ich die nehmen. Hier oben ist eine Leiche. Oh. Ein Mann im mittleren Alter. Woran siehst du das? Der liegt... Guck mal, wie trocken der ist. Schaut mal auf die Brust. Sieh mal, wie ausgetrocknet er ist. Der muss das seit Tagen... Wobei, ich weiß nicht, bei Wüstensonne, keine Ahnung. Ich meine, ich bin sowieso kein... Ne? Experte, was Leichen angeht. Mr. Douglas hat ihn wohl noch nicht bemerkt. Schlüssel der Leiche. Jo. Medizin. Brauche ich nicht. Was liegt hier? Nix. Was ist das denn für ein Schlüssel? G und R. Ach, Gene und Roy. Oder so. Super.
Dann können wir da jetzt auch rein. Dann haben wir den nächsten Anhaltspunkt. Schön. Jetzt gehen wir aber trotzdem erstmal zurück. Hoffentlich pünktlich durch das Tor. Nicht, dass das jetzt wieder zu ist und ich nur 10 Sekunden Zeit habe, um da durchzukommen. Nein, das ist offen. Oh, nö. Oh, nein. Baby-Skorpione. Pyro. Nee, Combustion. Ah. Got him. Got him again. Heilt mich jetzt auch gar nicht mehr. Hat mich, glaube ich, nur am Anfang geheilt. Kann das sein? Aber ist egal. Ich habe ja jetzt auch den Healing Spell. Oh, sind da hier viele Monster unterwegs. Ey. In der Garage bei Mr. Douglas sind welche. Oh, shit. Dann werde ich da wohl hin müssen. Oh, okay. Da hinten ist übrigens noch... Ich habe verschiedene Ansätze. Moment, wir machen jetzt erstmal eins. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Weil das mit den Pferden will ich nicht nochmal machen. Das war... Naja, gruselig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich möchte es einfach nicht nochmal machen, weil ich Angst habe, dass ich sterbe. Kai Madigan, ein Privatdetektiv. Wir werden da einmal nachforschen. Ein Bunker also. Höchst interessant. Machen Sie weiter. Und sammeln Sie Infos über diesen Bunker. Speichern! Bronco Nummer 6. Tankstelle. Halle 5. Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's jetzt für mich. Wenn euch das hier gefallen hat, dann... Klickt auf den oberen Link, dort gibt es die gesamte Playlist zu Parasite Eve 2. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link, dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jergo, ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Buffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.